Gut, dann erkunde ich hier noch mal ein bisschen die Räumlichkeiten so ein bisschen so. Vielleicht gibt es ja hier auch irgendwie Oxy. Muss den Schlüssel finden. Ich muss das Geld finden. Nein. Nichts. Ja, dann wartest du einfach mal hier auf Siska. Oder ich guck mal kurz noch, was in den anderen Räumen hier so ist. So wie dem da. Ah, ein Wachmann. Ach, Toiletten sind hier. Alles klar. Oh, bei Ihnen so. Alles gut. Herrlich. Freut mich, das zu hören. Okay, ich glaube, es ist okay, wenn ich hier hinkomme. Da hochgehe. Dann ist er nämlich da drin. Dann kann ich wieder da hochgehen. Oben rüber. Sie knackt dann da das Schloss. Wir können da bequem reingehen. Okay. Klingt doch nach einem akzeptablen Plan. Okay, akzeptabler Plan oder nicht? Ich werde es nochmal versuchen. Der Maulwurf ist so nervig, weil der nicht erkannt wird. Und alle anderen schon. Ich wollte einfach nur gucken, was hier noch drin ist. Niemals auf den Gleisen stehen bleiben, danke. Denn das könnte irgendwie wehtun. Besonders wenn ein Zug so drüber. So, und bei dem warte ich jetzt mal kurz, bis er auf der anderen Seite ist. Also oben wieder, ganz links. Die Zeit habe ich. Und ich bin froh, dass kein Zug bisher gekommen ist. We don't have much time. A canvas banner hangs above the opera house doors. Be careful, there may be guards in here. When they use this building to rehearse their rallies and speeches. Let's find a way onto the roof. Und so ist unten. In die Toiletten. Los, mach ruhig die Tür auf. Ja, genau. Warum machst du immer wieder die Tür auf? Alter, nicht ernsthaft, ja? Ich bin auch noch nicht mal weit dahin gegangen, wo der stand. Und schon werde ich erkannt, oder was?
So, er kommt jetzt nicht weit genug hoch, weil ich mich verstecke. Stopp! 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 Okay. Ich warte jetzt noch darauf, dass der da unten endlich nicht mehr rot ist. Danke. Und überlege mir jetzt kurz, wie ich den da oben ausweiche. Weil der da kommt ja auch ein Stück hoch noch. Okay. Ich müsste mich in dem Stockwerk da verstecken. Dann sieht mich der Typ da unten nicht. Denn der geht nicht weit genug hoch. Und sobald der dann da drin ist, muss ich hoch. Okay. Hier. Ich bleib bei ihr, damit ich das bestätigt sehe. Weil der geht ja jetzt in den Saal da rein. Und er kommt nicht weit genug davon weg. Und dann schaffe ich es hoffentlich gleich zum Dach. Das dauert zu lange. Hallo, es war nur ich. Ich darf ja hier sein. Sie versteckt sich doch extra. Not your servant. Ja, komm, lassen wir ihn hier stehen. Und dann kommt sie ran. Okay, einfach runter. Schloss knacken, während er hinterherläuft. Und durch die Tür rennen. Echt jetzt? Schau nur her. Kannst wieder gehen. Der hat doch die Tür gerade aufgemacht. Echt jetzt? Das kann sich noch ein bisschen hinziehen mit dem. Ja, dann kann sie ja schon mal ein paar Treppenstufen runterlaufen. Echt? Wie
Wie scharf ist der denn? Auf Geräusche meine ich. Paranoid oder Angst oder was? Yes, yes. Ja, ja. So. There is no way to access the roof. No ladders, no stairs, nothing. Gar nichts. Siska doesn't appear to be listening. She cranes her neck towards the ceiling, tracing the line of rope hanging from the roof of the backstage service area. Er sieht nichts, sie sieht einen Weg. Maybe we can use the stage pulley system. The motor doesn't look powerful enough to lift a person on its own, but if we counterbalance it by using our body weight, we could use it like a lift to get onto the roof. Klingt nach einem Plan. Moritz studies the ropes and pulleys, squinting with the effort of deciphering the system's workings, and spots a bank of controls to one side of the stage. Moritz tests a lever to no effect. He opens the power cabinet underneath for a look at the wires. The mains power is disconnected. We'll need to find the main fuse switchboard for the building to turn the lift power on first. Na dann. Okay, let's do it. Und we das must macht. Not quit. Ah, ja. Your servant. Schalte den Strom wieder ein. Aus Faulheit gehe ich schon unten rum. Oder aus Neugier, je nachdem, wer man sagen möchte. Kannst du das alleine oder muss die andere Dame dabei sein? Ach, hier kann ich. Ah, da unten war ich doch schon mal. Okay, ich dachte schon, dazu müssen wir beide hier sein. Ja, dann ist ja bald das ganze Gebäude hier erleuchtet. Sie steht da an rum wie, ja, wie was? Sollten wir nicht mit? Gegengewicht. Du hast Ballast aufgehoben. Du hast Ballast aufgehoben. Knopf. Das Gewicht ist ungleich. Echt? Hoch, okay. Ja. We must not quit. Kann sie vielleicht irgendwie auf irgendeinen da drauf, also auf den anderen? So, jetzt wechsle ich die Figur. Wundere mich, was das da ist. Okay, nix. Aha. Sie kann schon mal hoch. Ups, nein, wir gehen damit. Steuerung. Hoch. Das Gewicht ist ungleich, okay. Du
Sequence, von da auf den Knopf drücken? Nein. Jetzt mit ihr hier hingehen. Yes, yes. Ach so, das fährt da um. Da ist ein Seil dran und so. Alles klar. Jetzt kann sie nämlich hier runter. Das Gewicht ist ungleich. Das Gewicht ist ungleich. Kann sie eigentlich schon hochfahren oder sowas? Okay. Nein, du solltest mitfahren. Mann, ich komme schon wieder mit den Knöpfen durcheinander. Das ist ja nicht wahr. So, du. Das Gewicht ist ungleich. Achso, hä? Jetzt, was jetzt? Ja, da kommt sie jetzt wieder nicht ran, ist klar. Darum ist ja auch noch ein Wachmann. Gut.